Hallo und herzlich willkommen auf der NewCon 2021. Mein Name ist Isabel Uhle und ich bin heute die Moderatorin für diesen Stream und für den Vortrag meines geschätzten Kollegen Frank Klammer. Wir sagen Hallo. herzlich willkommen im New Work Office, XR Reality Collaboration. Bevor wir allerdings mit den Inhalten starten, möchte ich Sie gerne kurz zu unserer Plattform hier einweisen und Ihnen kurz sagen, was Sie hier erwartet und worauf wir uns freuen. Sie sehen über uns, über dem Frank, den Graphic Recording Bereich. Da wird sich jetzt im Laufe der nächsten 20 Minuten der Bildschirm füllen und wir werden die Inhalte, die gesprochen werden, visualisieren und grafisch darstellen. Die werden Sie im Anschluss auch zur Verfügung gestellt bekommen. Und unter mir finden Sie den Chatbereich. Dort freuen wir uns auf Ihre Fragen. Die können Sie uns gerne stellen. Und ich würde das gerne mal mit Ihnen testen. Denn ich frage mich, hören Sie mich überhaupt? Das ist so ein kleiner Test, so ein kleiner Eisbrecher. Und was den Frank und mich interessieren würde, ist die Frage: Haben Sie schon bereits Erfahrungen gesammelt mit AR/VR-Technologien? Haben Sie das schon mal genutzt, sei es privat oder beruflich? Sagen Sie kurz ja oder nein oder nein. Spannend, ja. Ich gebe es zu, ich habe es auch noch nicht genutzt. Schande über mein Haupt, Frank. Aber ich habe auch meine Techniker hier im Raum gefragt, ob sie schon Erfahrung hatten. Und sie haben beide den Daumen hochgenommen und sehr begeistert genickt und haben gesagt, das war eine coole Aktion. Es war irgendwie so eine Konzert-Session, die sie da besuchen konnten über die Technologie. Und das klingt schon mal sehr spannend. Und wiederum freue ich mich jetzt sehr über deine Session, Frank. Ich fand es schon sehr spannend in der Generalprobe und würde dir jetzt sehr gerne das Wort erteilen. Okay, Isabel, vielen Dank. Ja, dann erstmal herzlich willkommen zu meiner Session XR Collaboration. Sie sehen schon, XR, was ist das? Wieder so ein neuer Begriff, was die Digitalen hier durch die Welt treiben. Ja, es ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen digitalen Realitätsformen. Wir beginnen mal einfach damit, was wir jeder kennen, ist die physikalische Realität, also Physical Reality. Gibt einen kurzen Einweisung hier über die Begrifflichkeiten. Und ich habe einen Apfel auf dem Tisch liegen, kann den anfassen, kann den schmecken, kann den riechen, kann den drehen, kann den bewegen. Und jetzt gibt es was Neues. Schon seit geraumer Zeit nennt sich Augmented Reality. Das heißt, ich kann jetzt hier mit meinem Smartphone oder über ein Smart Glass dieses Objekt erkennen und bekomme dann dazu vielleicht digitale Informationen. Zum Beispiel was ist das für ein Apfel? Ist es ein Granny Smith oder ein Pink Lady? Oder was für Bestandteile, wo kommt er her? Das heißt, ich habe eine relativ schnelle Mehrinformation zu einem Objekt, zu einem Produkt, was sich hier real vor mir befindet. Die nächste Stufe ist dann Mixed Reality. Das ist so ein bisschen so ein Marketingbegriff, den hat sehr stark Microsoft für sich geclaimed. Hier geht es eigentlich darum, dass der Apfel selber vor mich hin projiziert wird mit Hilfe von einem Smart Glass. Die Smart Glasses funktionieren in der Regel so, dass man hier sozusagen so halbdurchlässige Brillengläser hat und in die wird ein Videobild oder ein computeranimiertes Bild reingespiegelt, jeweils fürs linke und fürs rechte Auge und dann entsteht dann die Illusion, dass tatsächlich dieser Apfel virtuell vor mir liegt. Deswegen die auch magenta gefärbt soll bedeuten, sozusagen, es ist digital. Die sind interaktiv, diese Daten. Das heißt, meine Hand wird erkannt, meine Augen werden erkannt, sodass ich mit der Computer oder die Brille weiß, wo ich hinschaue und was ich berühren möchte. Und dann kann ich zum Beispiel einen virtuellen Apfel dann einfach von der realen Tischplatte runterschubsen. Sie merken schon, macht eine Menge Spaß. Sie sehen mich lachen. Genau, dann gibt es noch ein weiteres, das nennt sich Augmented Virtuality. Ich habe hier oben mal ein bisschen eingeblendet, so eine Brille. Das soll bedeuten, eigentlich hat man eine VR-Brille auf, sieht so aus. Aber dazu gibt es dann sozusagen noch zwei Kameras, die hier mit verbaut werden, wo ich dann reale Objekte, in dem Falle den Apfel, der wird real aufgenommen, ausgeschnitten und dann in eine virtuelle Welt hineingesetzt. Das hat momentan mehr so akademischen Reiz, aber wir werden demnächst bald sehen, dass wahrscheinlich hier sowas wie holographische Videokonferenzen, wo in den virtuellen Raum dann plötzlich reale Menschen reingesetzt werden, doch durchaus Realität werden könnten.
Ja, und das Letzte, und darüber möchte ich heute besonders referieren, ist Virtual Reality. Sie sehen schon, alles Magenta bedeutet natürlich nichts als Telekom ist, aber das quasi alles hier digital vorbereitet ist. Das heißt, ich habe hier einen virtuellen Apfel, der steht auf einem virtuellen Tisch. Und ja, wie das Ganze funktioniert, möchte ich Ihnen heute mehr zeigen und was man damit vor allem machen kann. Genau. Das Ganze, das nennt sich auch so ein Stückchen so Kontinuum, nennt sich X-Arm. Man merkt schon, weil hier die ganzen Anfangsbuchstaben, man rechnet damit, dass da noch ein bisschen mehr dazukommen. Deswegen XR, XR Collaboration, meint sozusagen sowohl die Zusammenarbeit in VR als auch in Augmented Reality oder Mixed Reality. Genau. Ja, was man dafür natürlich braucht, ist ein technisches Gerät namens Smart Glass oder Virtual Reality Brille. Setze ich mir so auf, dass ich dann komplett in eine virtuelle Welt abtauche. Bei VR speziell, man sieht das schon, hier sind so ganz kleine Kameras verbaut, die erlauben mir den Blick in die Realität, natürlich über ein Videosignal, das heißt, ich bin nicht ganz blind, aber grundsätzlich geht es darum, dass ich eigentlich komplett im Wohnzimmer sitze, aber mich von dort aus auf meine Trauminsel beame oder in ein virtuelles Office oder in einen Konzertsaal oder zum Beispiel in eine Fabrikhalle, die virtuell konstruiert wird, wo ich dann mit anderen Leuten zusammen diese Welt betrete, obwohl ich eigentlich nur im Wohnzimmer sitze. Nur so wie jetzt auch gerade hier in der Videokonferenz, nur dass wir uns dann eben nicht als so kleine Thumbnails treffen, sondern wirklich als physikalische oder als reale wirkende Objekte und Avatare. Da komme ich dann später noch drauf zurück. Genau, und das andere habe ich schon gezeigt, die Mixed Reality Brillen. Das ist jetzt hier eine recht leichtgewichtige Version, nennt sich Nreal. Funktioniert so ein Stückchen wie die HoloLens. Die HoloLens ist von Microsoft. Ist ein sehr faszinierendes Gerät, leider noch ein bisschen schwer für den Kopf, aber sehr, sehr komfortabel trotzdem zu tragen. Hier erlaubt es mir sozusagen während des Arbeitens oder während des kreativen Gestaltens sozusagen virtuellen Raum zu definieren, virtuelle Objekte zu gestalten und trotzdem gleichzeitig aber durch ein halbtransparentes Glas mal noch meine Realität zu sehen. Ein Riesenvorteil natürlich, dass ich hier meinen Kontakt zur Realität nicht verliere. Im Gegensatz zu VR aber, wo ich komplett in eine virtuelle Welt abtauche, was ja auch oftmals ein Stückchen das Ziel sein kann, dass man halt tatsächlich nicht die reale Welt sehen kann. Genau. Und die einfachsten Varianten, Sie werden es vielleicht oft schon gelesen haben, auf Smartphones gibt es AR-Versionen. Die sind natürlich nicht so immersiv, neuer Begriff. Das heißt, je stärker ich sozusagen eintauche, je stärker ich eingebunden bin in so eine Welt, umso höher der Immersionsgrad. Das ist natürlich meinem Smartphone nicht gegeben, wenn ich sozusagen wie durch so eine Art magische Linse dann nur durchschaue auf mein Display. Genau. Soweit zu den Devices. Falls Sie hier Fragen noch haben, kann ich natürlich ganz gerne nochmal im Nachhinein darauf eingehen. Nochmal speziell VR. Wenn ich jetzt so eine virtuelle oder so eine VR-Brille hier auf der Nase trage, dann tauche ich ein in virtuelle Räume und zwar in 3D. Also ich sehe die wirklich nicht flach, so wie ich in einem Computerdisplay, sondern ich stehe wirklich in einem Raum. Ich kann mich in dem frei bewegen, also wenn ich auf Rollstuhl sitze, also ich bin Rollerhocker, dann kann ich hin und her rutschen oder ich kann tatsächlich den Raum beschreiben. Oder ich kann mich über die Controller hier relativ schnell, leicht bedienbar, auch durch die Räume springen, so um mich ganz schnell zu bewegen. Diese Räume haben mehrere Vorteile. Also erstmal, alles, was virtuell ist, kann ich völlig frei gestalten. Na, ich sagte schon, ich kann mich sozusagen innerhalb von wenigen Klicks von der Marsoberfläche auf eine Unterwasserwelt oder auf einen völlig abgefahrenen Raum beamen oder in, zum Beispiel in der Werkhalle. Das Spannende dabei ist, dass ich mich jetzt sozusagen mit anderen verbinden kann. Das heißt, andere Leute locken sich in denselben Raum rein und wir treffen uns dort und ja, wir können dort in diesen Räumen interagieren miteinander, können Präsentationen durchführen, Schulungen, Workshops. Ja, gehe ich noch ein bisschen tiefer darauf ein. Gekennzeichnet sind diese Räume natürlich neben sehr starker Visualisierung. Also ich habe ganz viele Objekte, man sieht sie so ein bisschen klein, so eine Sitzgruppe. Drumherum sitzen die Leute, ich kann durch die Räume gehen, ich habe so einen Sound, ich habe atmosphärische Geräusche, Windgeräusche, Vogelgezwitscher, die mich eigentlich in eine angenehme Stimmung heben. Ich habe sowas wie die räumlichen Sound, das heißt, wenn links neben mir jemand steht, den höre ich dann auf dem linken Ohr, wenn jemand rechts steht, auf dem rechten Ohr, wenn jemand weiter weg ist, höre ich ihn leiser, gehe ich auf ihn zu, wird er lauter und dann gibt es Räume, die komplett abgeschottet sind, sodass ich dort niemanden höre, gerade so für Breakout-Sessions. Sessions ist natürlich super geeignet. Genau, dann, wir treffen uns als Avatare. Man sieht das schon hier so ein bisschen
Wüstenobjekte, die wir sind. Wir können die Avatare frei gestalten nach uns. Die sind ein bisschen abstrahierter. Das erleichtert tatsächlich die Kommunikation und bietet uns eigentlich so die Möglichkeit, schneller zusammenzukommen, auch sagen wir so kulturübergreifend. Genau. Weitere Tools, die wir haben, sind sowas wie Whiteboards. Wir haben Stifte, die wir frei nutzen können, so wie man es aus der Office-Welt kennt. Man kann hier auch Tools mit rein integrieren, Office 365, die man nutzen kann, Google, auch Miro, also Konzeptionsboards. Sie sehen eine ganze Menge Jira-Boards. Man kann hier Scrum-Sessions durchführen, also virtuelle Projektkonferenzen. Gut, dann gehen wir mal rein. Wie fühlt sich das an? Wie sieht das aus? Dazu mal ein kleines Demo-Video. Genau. Sie sehen ja meine Kollegin, wie sie sozusagen sich mit einer VR-Brille, sieht man von außen ganz lustig aus, in dem Raum bewegt. Hier ist auch ganz kurz vorne zu sehen in ihrer Avatar mit dem Kostüm. Hier stockt jetzt ein bisschen, alles klar. Genau, und ich habe hier mich mit unterschiedlichen Kunden und Teilnehmern und Kollegen in einem VR-Raum getroffen, um ja eigentlich eine Lernsession durchzuführen. Das heißt, wir haben ja einen sogenannten Innovationssprint mal durchgeführt mit dem Team. Und ich erzähle hier sozusagen über die Ergebnisse, wie man das durchführen kann. Und wie man sieht, die Leute treffen sich im Raum. Man sieht hier, hat man ein bisschen gesehen, es gibt so 3D-Objekte, die man umgehen kann. Gibt eine Menge Spaß drin. Also man macht viel, man trifft sich eigentlich wie in einem virtuellen, also wie in einem Realraum, ne? So als würde man auf eine Party gehen. Ja, und von außen, wie gesagt, sieht es halt immer ein bisschen lustig aus, aber VR ist wirklich auch dafür konzipiert, dass man sozusagen ja, in einem kleinen abgeschlossenen Raum sitzt, um auch akustisch nicht gestört zu werden und dann sich trotzdem zu treffen. Gut, mein nächstes Slide, bitte. Scrollen. Genau. Da sind wir auch schon bei den Themen. Ja, was machen wir jetzt alles in VR? Wir haben besonders jetzt natürlich in der Pandemie, hatten wir natürlich einen sehr starken Sprung der Anforderungen hier bekommen, im positiven Sinne, weil wir gemerkt haben, ja, wir können als Team nicht mehr als verteilt sitzendes Teams, die einen sitzen in Dresden, die nächsten in Rostock, die anderen in Hamburg, die anderen in München. Es wird schwer, sich zu treffen. Na, Reisen war verboten. Und hier zusammenzukommen, sich auszutauschen, mal außerhalb von Zoom oder von irgendwelchen Webex-Konferenzen, ne, dass man sich nicht immer nur so also 2D sieht, sage ich mal, und 2D arbeitet, ist gerade für uns im 3D-Design natürlich besonders wichtig. Und hier haben wir uns getroffen, sozusagen in Brainstormings, und haben gelernt, dass wir unglaublich schnell sozusagen in die Ideation, also in die Ideenfindung kommen. Einfach weil die Räume sozusagen den Kontext so darstellen, dass wir relativ schnell ohne ein Briefing reinkommen. Also wie Sie sehen ja ein kleines Bild davon, haben wir ein Brainstorming gemacht, innerhalb von einer Viertelstunde ohne Briefing das Team reingeladen. Die sollten sich in 5 Minuten Ideen einfallen lassen, wie man ja den Lebensraum digital erweitern kann mit IoT und mit Smart Classes. Innerhalb von 5 Minuten sind 18 Ideen entstanden, die wir dann nochmal präsentiert haben. Und das ohne Briefing. Also das heißt, das Team wusste nicht, was vorher passiert. Und man konnte relativ schnell sozusagen in die Ideation reinkommen, in die Ideenentwicklung, weil man den Kontext erlebt hat. Ne? Wir haben so kleine Katzen aufgebaut für so eine Tierinsel. Wir haben eine Lounge aufgebaut, wo man sitzen kann. Wir haben so eine Kaminecke gehabt. Und das war eigentlich ziemlich beeindruckend, wo wir gemerkt haben, hey, das ist ein ziemlich effizientes Tool. Ne? Natürlich heute nicht mehr ganz so teuer wie noch vielleicht vor 10, 20 Jahren. So Preise, Gestaltung würde ich Ihnen dann noch mal ein paar Sachen mitgeben. Genau. Was kann man noch machen? Man kann 3D-Modelle reinladen, das heißt, man kann hier interaktiv auch Produkte besprechen, kann die verbessern, kann die ein Stückchen umdesignen mit entsprechenden Tools. Und das Wichtige ist aber sozusagen Leute, die von unterschiedlichen Standorten kommen, auch Kunden, die ihre Anforderungen reinbekommen, die können hier eigentlich schon interaktiv diese Modelle mit betrachten und Feedback geben. Ja, man kann Fehler relativ schnell sozusagen hier ausdengeln, bekommt ein Feedback, kann Weiterentwicklung viel, viel schneller starten, als wenn ich es dann erstmal was ins Prototypen geben muss, ausdrucken muss und dann kommen eigentlich erst die Fehler, wenn es eigentlich schon produziert ist. Genau. Der dritte Aspekt ist dann Learning und Trainings. Ein weiterer großer Bereich, wo man sagen kann, man kann hier virtuell Fabriken, Aufstellplanung machen, vielleicht Interfaces austesten oder zum Beispiel hatten wir Kunden,
und gesagt haben, hier einen Supermarkt zu belaufen und zu gucken, wo mache ich Produktplatzierungen am besten, wie sind die Laufwege der Leute. Und das eigentlich alles mit dem virtuellen Raum. Man kann relativ schnell verschiedene Raumkonstellationen austesten, ohne das irgendwie gebaut zu haben. Ne? Sondern klar, virtuell gebaut, aber es lässt sich natürlich weitaus einfacher realisieren, als wenn ich das im realen Raum bauen muss. Gut, nächstes weiter, wenn ihr seht. Gut, ja, andere Formate, die wir auf Basis dieser Plattform anbieten, ist natürlich Kommunikationstraining selber. Wir haben Teammeetings durchgeführt, das heißt eben genau in Situationen, wo die Teams ja ein Stückchen auch anfangen, so ein Stück auseinanderzubrechen, weil eben das Soziale und das Emotionale eigentlich fehlt. Hier in VR gemerkt, dass wir eigentlich ganz nah wieder beieinander kommen. Man klatscht so miteinander die Hände ab, kommt Beifall, macht Sessions in Seitentaschen, zieht sich auch mal zurück, wo man so Privatgespräche führt und das eigentlich sozusagen innerhalb von so einem virtuellen Raum. Genau, und natürlich Führung in VR sozusagen als für unsere Führungskräfte ein wichtiges Format. Mit dem Anspruch, ja, wie könnte Office der Zukunft eigentlich auch sein, aussehen? Ne? Wie sehen unsere Bürokonzepte in Zukunft aus? Wird nicht VR auch einen Anteil davon haben? Und wie führe ich dann Leute sozusagen in virtuellen Räumen? Das trainieren wir alles. Ja, vom Branchen her ist es vielleicht ganz interessant. Natürlich decken wir mit einer VR-Anwendung eine große Palette ab, einfach weil wir natürlich Wissensarbeiter sind. Das heißt, wir haben es immer auch jetzt schon virtuellen Räumen zu tun. Wir heben die das sozusagen ins Dreidimensionale und in das sehr stark in Einbindung des Körpers wieder sozusagen, also nicht nur sitzen, sondern eben auch mal stehend arbeiten, laufend, sich bewegend. Das macht eine Menge Unterschied im Verhältnis auch sozusagen in der Ideation. Also viele Menschen sind ungern sozusagen, dass sie nur die ganze Zeit sitzen wollen. Sie wollen sich eigentlich bewegen, während sie denken, während sie sprechen. Und das ist eigentlich das, was VR hier damit liefern kann. Genau. Wir haben Unternehmen erlebt, die sich einen Kopf machen, wie könnte auch Urlaub in Zukunft aussehen? Könnte das vielleicht auch virtuell stattfinden? Ne? Nicht mit Tauchern oder mit Leuten, die Snowboards von irgendwie Mount Everest runterfahren und ja, die kriegen eine Kamera mit hinten draufgeschnallt, fahren dann ihren Parcours runter mit einem hochriskanten Unternehmung und ich kann denen sozusagen, ich kann diese Erfahrung mitmachen und das sage ich vom Wohnzimmer aus. Ne? Einfach nur über meine Feuerwehr. Ja, also eine ganze Menge Potenzial hier, was wir hier so sehen. Genau. Ja, wie läuft das bei uns ab? Noch 2 Minuten. Vielleicht grundsätzlich ist es so, weil die Technologie noch sehr neu ist, auch die Erfahrungswerte, bieten wir eigentlich immer so Test- und Evaluations-Mini-Projekte an, wo wir sagen können, wir schicken Ihnen eine VR-Brille oder eine AR-Brille und Ihren Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann vertesten wir das mal, wo könnte eigentlich diese Technologie Sinn machen? Wo könnte man sie ja sinnvoll einsetzen? Was wären so typische Use Cases? Und nach so, ja, 1 bis 2 Monaten wandert dann das Equipment wieder zu uns zurück und wir überlegen uns, was könnte man sozusagen jetzt als erstes implementieren und welche Plattformen, es gibt mittlerweile eine ganze Menge, lohnt sich eigentlich, welche trifft am meisten die Zufriedenheit und den Nerv der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Genau, wenn man guckt, Glue, das ist zum Beispiel das Video, was ich Ihnen gezeigt habe, das ist auch eine der vielen Plattformen, finnisches Startup, hier geht es sozusagen um so Package-Preise, die wir hier gebaut haben, muss man gucken, das sind so Monatspreise, Seed-Preise, die hiermit vergeben werden. Das ist so die Standardleistung, das heißt ein Lizenzgeschäft der Unternehmung, die wir bereitstellen hier und dann unsere Services, die wir mit dazu liefern, eben so Workshop-Formate mit anzubieten, das Ganze zu begleiten bei der Einführung so Onboarding-Trainings. Genau, vielleicht von der Hardware her, hier ist natürlich irre, was passiert. Das heißt, es ist alles so im Preisniveau mittlerweile von ja, so Mittelklasse-Smartphones, also zwischen 400 und 600 bis 700 Euro, haben sie eigentlich ein VR-System. Ist vergleichbar wie ein Smartphone. Also sie haben dann quasi nicht nur diese eine Anwendung drauf, sondern eine ganze Menge mehr hier und also eine sehr, sehr spannende Technologie. Ja, und damit bin ich eigentlich erstmal fürs Erste am Ende und ja, bin gespannt auf Ihre Fragen. Ich hoffe, Sie haben welche und ja, bin gespannt auf den Austausch. Ich gebe Vielen dir Dank gleich weiter, erstmal für Frank. Ihre Aufmerksamkeit. Ja. Wie bitte? Die Fragen gebe ich dir gleich weiter. Ich bin sehr positiv überrascht, schon was auf mich zukommt oder auf uns, aber ich finde das Graphic Recording sehr, sehr gelungen, muss ich mal sagen. Ich finde es ja sowieso mal spannend, was da so visualisiert wird, was unsere Speaker von sich geben und das
Macht immer sehr viel Spaß, hier zuzuschauen und dabei zu sein. Und das Thema Schauen, durch die Brille schauen, das bewegt mich ja auch ein bisschen als Brillenträgerin. Frank, gibt es noch dieses, also hat man irgendwie als Brillenträger, sei es weitsichtig, kurzsichtig, Einschränkungen, wenn man solche Brillen oder solche Technologien nutzt? Genau, also wir haben in der Regel, kann man sagen, sind die relativ gut schon von der Ergonomie her. Sowas wie eine Henry Glass, man merkt schon, ne, das ist natürlich, die kann ich nicht auf eine Brille setzen. Ich bin selber Brillenträger, Gott sei Dank, oder beziehungsweise noch nicht mit so starken Einschränkungen. Wir haben aber gemerkt, also Leute, die starke Dioptrien zahlen, die haben Probleme in VR das scharf zu sehen. Speziell für die VR-Brillen ist es so, man kann sich hier sogenannte Linsenaufsätze kaufen oder die sozusagen auf das eigene Auge zugeschnitten sind. Also die Option besteht, aber es ist halt nicht von Haus auf her. Es ist nochmal also zwischen 60, zwischen 30 und 60 Euro. Aber es ist wirklich notwendig. Also ich hatte jetzt einen Kollegen gehabt. Alles klar. Danke, Frank. Sehr interessant. Die andere Frage, die ich dir gerne noch stellen würde, ist das Thema Dauer von so einer so Sitzung. Also ihr habt ja auch über Trainings gesprochen, die man intern machen kann, kann sich mit Kunden treffen. Wir merken ja auch, dass dieses digitale Zusammentreffen eine andere Art von Aufmerksamkeit mit sich bringt. Was würdest du sagen, was würdest du empfehlen hinsichtlich der Dauer von solchen Sessions oder wie lange man so eine Brille ungefähr aufsetzen kann, ohne dass es unangenehm wird oder vielleicht dieses typische Schwindelgefühl, von dem man noch so gesprochen hat vor ein paar Jahren, bis das dann auftaucht? Also grundsätzlich für Einsteiger ist es so, das haben wir jetzt gemerkt, bei den ersten Sessions nach 30 Minuten sind die ziemlich, also brauchen die eigentlich eine Pause, ne? Aber es liegt eher so an der Reizflut und auch an den neuen Interfaces. Die Lernkurve ist hier relativ schnell, haben wir gemerkt. Das heißt, nach zweiten oder nach der dritten Session kommen wir schon hoch auf gute eine Stunde. Interessanterweise ist die Zeiterfahrung in VR eine ganz andere. Das heißt, ich bin erstmal völlig unabgelenkt, völlig fokussiert auf diese Welt, in der ich bin und auf diese Aufgaben, die ich dort mache. Das ist ein Riesenvorteil, wie wir gemerkt haben, sonst pingt halt kein Smartphone, keine E-Mail, kein Instant Messenger, sondern ich konzentriere mich mal wieder auf das, was ich wirklich machen will. Und dann halt auch in diesem sozialen, in diesem starken Austausch. Wir haben aktuell Sessions, sind bei uns so eine Stunde bis anderthalb. Ja, reine VR-Sessions, wir haben ganz gern so hybride Formate, ein bisschen Einweisung, ein bisschen Einleitung in Webex, ne, ist immer ganz wichtig. Und ich für meinen Teil, also wenn ich jetzt designe, zum Beispiel Welten designe, Produkte designe, dann geht es schon mal so, dass ich 2 bis 3 Stunden dort eigentlich wegtauche und eigentlich überhaupt gar nicht merke, dass ich 3 Stunden da drin war. Ja, also das ist eine unglaubliche Erfahrung. Ja, Erstaunlich. Also Frank, ich merke, und ohne ich muss Probleme, mir ne? mal einen Slot Also mit dir kein. buchen. Ja, auf jeden Fall sehr gern. Super. Unter uns ist schon was passiert. Und zwar haben wir unsere Feedback-Ansicht gewechselt. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie nochmal Ihr Feedback da lassen würden. Und zwar, wie relevant war das Thema? Wie stark sind Sie interessiert an der Technologie, an der Umsetzung? Planen Sie vielleicht sogar ein Projekt oder haben Sie Fragen zu bestehenden Technologien, die Sie nutzen? Zudem dürfen Sie sich gerne jetzt schon das Handout runterladen, das von der Präsentation, die der Frank uns jetzt schon gezeigt hat, oder geben Sie auch gerne in das Textfeld Ihre persönlichen oder individuellen Kommentare noch ein. Und damit, Frank, würde ich mich schon bei dir bedanken. Es war eine sehr kurzweilige und interessante Session mit dir. Vielen Dank für die Ich Chance und ja, für freue die mich schon auf Aufmerksamkeit. die. Ja. Genau. Und ansonsten geht es für mich jetzt gleich weiter in die meine letzte Session mit der Deutschen Bahn, unserem Kunden und deren Mitarbeiter-App. Ich freue mich schon sehr. Ich gehe davon aus, Sie sind pünktlich. Und bedanke mich für Ihre Teilnahme und auch für deine, Frank. Bis dann, ne? Viel Spaß noch. Ciao. Danke.